So, damit hallo und herzlich willkommen zurück bei Let's Play Mass Effect 2, wo wir immer noch dabei sind, oder eher erst damit angefangen haben, uns hier jetzt ein bisschen umzusehen und Dr. Morden Solis zu finden. Und hier haben wir einen kranken Batarianer. Ein Mensch, hätte ich mir denken können. Schlimm genug, dass sie uns mit dieser Seuche infiziert haben. Und jetzt haben sie nicht mal den Anstand, auf meinen Tod zu warten, bevor sie mir meine Habseligkeiten stehlen. Du brauchst Hilfe, würde ich meinen. Kann man ihnen irgendwie helfen? Weg von mir, Mensch! Ihre Art hat schon viel zu viel angerichtet. Ihre Seuche hat mir das angetan. Und ihr heuchlerisches Mitleid ist nun der Gipfel der Erniedrigung. Ich suche einen Salarianer. Ich muss Morden Solis finden. Menschen, die einen Sympathisanten der Menschen suchen. Hoffentlich brennen die Vorcha diesen Morden und seine Klinik bis auf die Grundmauern nieder. Ich hoffe... Verdammt sollen sie... Hey, bleiben Sie bei mir. Das wird die Seuche zwar nicht heilen, aber es wird Ihnen erstmal helfen. Sie haben mir geholfen. Warum? Weil ich hier bin, um die Seuche loszuwerden. Anders hätte ich dich einfach erschießen können, als ich dich gesehen habe. Es ist mein Job. Ich weiß nicht, ob ich ein Heilmittel für die Seuche finde, aber ich werde es versuchen. Ihre Worte klingen aufrichtig. Vielleicht liegt's am Fieber. Aber wie Sie sagten, was habe ich zu verlieren? Was möchten Sie wissen? Ich werde dir Hilfe besorgen. Wenn ich Morden gefunden habe, erzähle ich ihm von Ihnen. Wenn er ein Heilmittel hat, sorge ich dafür, dass es jemand zu Ihnen bringt. Danke. Ich habe nicht mehr viel Zeit. Aber wenigstens haben Sie mir einen Hoffnungsschimmer gegeben, der die Finsternis meiner letzten Stunden ein wenig erhellen wird. Ich will nicht sterben. Was immer Morden ist, ich will es riskieren, wenn er mich erreichen kann. Was immer er ist? Das hört sich leicht so an, als wenn du Angst hättest. Was macht Morden schlimmer als den Tod durch die Seuche? Die Blue Suns wollten von ihm Schutzgeld erpressen. Er hat sie umgelegt. Er ist mit so einer Art Toxin betäubt und dann erschossen. Er ist mehr als ein Arzt. Ärzte richten keine Leute hin und stellen dann als Warnung die Leichen aus. So, kannst du mir irgendwas über Morden erzählen? Ich muss Morden Solis finden. Er hat eine Klinik am anderen Ende des Bezirks. Er nimmt Flüchtlinge auf und hilft allen, die mit der Seuche infiziert sind. Ich hatte bisher Angst, zu ihm zu gehen. Er ist gefährlich. Aber vielleicht kann er wirklich helfen. Und wieso ist er gefährlich? Was macht Morden schlimm? Das hatten wir schon. Er ist mehr als ein Arzt. Ärzte richten keine Leute hin. Erzähl mir von der Seuche. Ich bin überzeugt davon, dass die Menschen hinter diesem Ausbruch stecken. Die Seuche ist zu aggressiv, um ein natürliches Virus zu sein. Übertragung durch die Luft bei so vielen Spezies? Sterberate fast 100%. Sie muss aus einem Labor kommen. Und da die Menschen als einzige Spezies nicht betroffen sind, gibt es nur eine logische Schlussfolgerung. Und was ist mit den Vorcha? Sind die Vorcha nicht immun gegen die Seuche? Es könnte doch sein, dass sie das Virus verbreitet haben, um den Bezirk zu übernehmen. Vorcha sind immun gegen Krankheiten. Eine von Menschen geschaffene Seuche würde sie nicht betreffen. Aber wenn die Vorcha die Seuche entwickelt haben, wieso erkranken dann die Menschen nicht daran? Außerdem sind die Vorcha nicht schlau genug, um so ein Virus zu entwickeln. Sie sind Aasgeier. Tut mir leid, Mensch. Sie glauben es vielleicht nicht, aber alle Beweise deuten auf ihre Spezies hin. Und was ist mit den Vorcha? Sie sprachen vorher über die Vorcha. Vor der Quarantäne haben die Blue Suns den Bezirk kontrolliert. Aber als die Seuche große Teile von ihnen dahingerafft hatte, kamen die Vorcha. Die Blue Suns kämpfen um ihre Revier. Aber wenn die Seuche sich weiter so ausbreitet, ist es nur eine Frage der Zeit, bis die Vorcha die Oberhand gewinnen. Ich muss jetzt gehen. Leben Sie wohl, Mensch. So, ich bezweifle irgendwie ganz... Ist es so heiß hier drin, oder ist es... Oh, das ist gar nicht gut.
Morden wird dir bald helfen, wenn wir da sind. Ich weiß, dass du krank wirst dadurch, aber ja. Was ich sagen wollte. Die Sache ist natürlich... Es macht prinzipiell Sinn, dass die Menschen das gewesen sein könnten. Aber ich glaub's irgendwie nicht mal. Vielleicht mit Ausnahme von... Wie heißen sie? Cerberus. Also unserem neuen Arbeitgeber. Aber... Heute Morgen sind die bloß ganz vorbeigekommen. Sie haben was mit meiner Tür gemacht. Ich kann sie nicht mehr öffnen. Vielleicht ein Kurzschluss. Sie sagten, sie wollen die Ausbreitung der Seuche kontrollieren. Dabei bin ich nicht mal infiziert. Verdammte Toria. Das ist bestimmt irgendeine Schutzgeldnummer. Erst schließt sie mich ein, zwei Tage ein. Und dann darf ich wieder raus, wenn ich dafür bezahle. Nicht so ganz. Aber wie gesagt, mal von Cerberus abgesehen, wüsste ich keine Gruppierung, die das hier machen sollte. Und... Oder zumindest keine menschliche Gruppierung. Wen wir ja immer noch haben, sind die Kollektoren. Was halt... Alter... Kasumi... Weißt du, ausgerechnet dann läuft Kasumi nebenrein. Vor allem noch viel schlimmer. Ausgerechnet mein Dieb, nenne ich's mal so, läuft rein. So zumindest hat sie einen Schattenschlag gemacht. Schnell heilen, schnell heilen, schnell heilen. Das ist nämlich gar nicht gut. So. Ich kann das Gewehr hier so gar nicht leiden. Und ich glaube, man weiß auch warum. Semi-Automatik ist sehr, sehr ungeil. Aber zumindest haben wir jetzt eine Sturmgewehrverbesserung. Und da hinten geht's in ein Apartment rein. Wo führt denn das hin? So, was haben wir? C. Das hier passt zusammen. Das hier passt auch zusammen. Das hier passt hierzu und das dazu. So, ein weiteres Memory gelöst. Und ich muss dran denken, dass ich nachher die Treppe hochgehe. Medikit. Sie sind ein Mensch. Als wir sahen, dass die Tür sich öffnete, dachten wir, die Turianer hätten uns gefunden. Ah, warte einen Moment. Ich erkunde erstmal ein bisschen eure Wohnung. Und so wie es hier aussieht, habt ihr, denke ich, ein bisschen Geld. Seit Ausbruch der Seuche sind die Blue Suns hinter uns her. Sie bringen genauso viele Leute um wie die Krankheit. Habt ihr euch angesteckt oder seid ihr wirklich immun? Stimmt es, dass Menschen von dieser Seuche nicht infiziert werden? Richtig. Es scheint aber eher eine Biowaffe oder sowas zu sein, weil so viele verschiedene Spezies davon betroffen sind. Die Blue Suns glauben, die Menschen wären dafür verantwortlich. Sie schießen ohne Warnung auf uns. Niemand weiß, wie viele sie schon erwischt haben. Sie sollten lieber die Watcher unter die Lupe nehmen, nicht uns. Denn seit dem Ausbruch der Seuche übernehmen die Stück für Stück das Revier der Blue Suns. Ich bin auf der Suche nach Morden Solus. Ich muss Morden Solus finden. Ach ja, der hat eine Klinik auf der anderen Seite des Bezirks. Er soll jetzt Flüchtlinge aufnehmen. Er versucht, den solchen Opfern zu helfen und bietet Schutz vor den Suns und den Watcher. Na klar, ein Arzt mit Militärmax, der den Leuten umsonst hilft. Auf Omega. Wir sind doch nicht bescheuert. Ihr traut ihm also nicht. Sie halten wohl nicht sehr viel von dem Doktor und seiner Klinik. Die Watcher wollten seinen Laden übernehmen. Er hat sie alle niedergemäht. Einfach so. Pop, pop, pop. Er musste nicht mal seine Max einsetzen. Dann hörten die Blue Suns, dass er Menschen Zuflucht gewährte und wollten die Klinik niederbrennen. Er hat sie auch umgebracht. Dann ging er wieder rein und hat weitergearbeitet. Eiskalt. Salarianische Spezialeinheit oder sowas. Also STG. Egal, da werdet ihr sicher, also bewegt euren Arsch dahin. Sie können nicht in diesem Apartment bleiben. Das ist eine Todesfalle.
Bei Morden haben sie wenigstens eine Chance, das Ende der Quarantäne zu erleben. Sind Sie wahnsinnig? Das würden wir niemals schaffen. Auf den Straßen wimmelt es von Bruce Hans und Vorcher. Und wir haben nicht mal Pistolen. Außerdem setze ich mein Leben nicht für das Gerücht aufs Spiel, dass ein Salarianer mir Zuflucht gewährt. Ich räume den Weg ja schon frei. Ich weiß, dass Sie Angst haben, aber Ihre einzige Hoffnung besteht darin, es bis zu Mordens Klinik zu schaffen. Mich werden die Blue Suns und die Vorcher beschießen, deshalb kann ich Sie nicht mitnehmen. Eines verspreche ich Ihnen. Ich tue mein Möglichstes, um Ihnen einen Weg freizuräumen, damit Sie mir folgen können. Es ist riskant, aber ich sehe für Sie keine andere Chance. Okay. Sie haben recht. Wir schaffen es auf keinen Fall, wenn wir hierbleiben. Wir müssen es versuchen. Wir warten hier eine Weile und geben Ihnen Zeit, um den Weg freizuräumen. Dann brechen wir auf zu Mordens Klinik. Wenn wir Glück haben, treffen wir uns ja vielleicht dort. So. Wir helfen ja gern. Aber ich sehe gerade, dass die Zeit so weit rum ist. Also beende ich den Part an der Stelle und wir sehen uns nächste Mal, wenn es wieder heißt Let's Play Mass Effect 2.